Einführung. Ich möchte Ihnen etwas über Anarchismus erzählen. Ich möchte Ihnen sagen, was Anarchismus ist. Denn ich glaube, es ist gut, wenn Sie es wissen. Auch deswegen, weil so wenig darüber bekannt ist und das, was man im Allgemeinen durch Hörensagen weiß, meistens falsch ist. Ich möchte Ihnen darüber erzählen, weil ich glaube, dass Anarchismus die schönste und größte Sache ist, die Menschen je erdacht haben. Er allein kann ihnen Freiheit und Wohlstand geben und Frieden und Freude für die Welt bringen. Ich möchte Ihnen darüber in so einfacher und schlichter Sprache erzählen, dass es keine Missverständnisse geben kann. Große Worte und hochtrabende Sätze verwirren nur. Unkompliziertes Denken verlangt eine einfache Sprache. Aber bevor ich Ihnen erzähle, was Anarchismus ist, möchte ich Ihnen sagen, was er nicht ist. Das ist erforderlich, weil so viele Lügen über den Anarchismus verbreitet worden sind. Sogar intelligente Menschen haben oft völlig falsche Vorstellungen. Manche Leute reden über Anarchismus, ohne auch nur das Geringste darüber zu wissen. Und manche verbreiten Lügen über den Anarchismus, weil sie nicht wollen, dass sie die Wahrheit darüber erfahren. Der Anarchismus hat viele Feinde, die natürlich die Wahrheit verschweigen werden. Warum der Anarchismus Feinde hat und wer sie sind, werden Sie später in diesem Buch erfahren. Ich kann Ihnen aber schon jetzt sagen, dass weder Ihr politischer Führer noch Ihr Arbeitgeber, weder der Kapitalist noch der Polizist aufrichtig mit Ihnen über den Anarchismus sprechen werden. Die meisten von Ihnen wissen auch nichts über ihn, aber alle hassen ihn. Ihre Zeitungen und Publikationsorgane, die kapitalistische Presse, sind ebenfalls gegen ihn. Selbst die meisten Sozialisten und Bolschewisten stellen ihn falsch dar. Es ist allerdings wahr, dass die Mehrheit unter ihnen es auch nicht besser weiß. Aber die es besser wissen, sagen oft nicht die Wahrheit und setzen Anarchismus mit Aufruhr und Chaos gleich. Sehen Sie selbst, wie unredlich viele in diesem Punkt sind. Die größten Lehrer des Sozialismus, Karl Marx und Friedrich Engels, haben gelehrt, dass der Anarchismus aus dem Sozialismus hervorgeht. Sie sagten, dass erst der Sozialismus kommen muss, aber dass auf den Sozialismus der Anarchismus folgen wird und dass dieser für die menschliche Gesellschaft eine noch freiere und bessere Lebensform darstellte als der Sozialismus. Die Sozialisten, die auf Marx und Engels schwören, beschimpfen den Anarchismus beharrlich als Chaos und Aufruhr. All dies zeigt ihnen, wie ignorant und unredlich sie sind. Er bedeutet nicht Bomben, Aufruhr oder Chaos. Er bedeutet nicht Raub und Mord. Er bedeutet nicht einen Krieg jeder gegen jeden. Er bedeutet nicht eine Rückkehr zur Barbarei oder in die Anfänge der Menschheit. Anarchismus ist das genaue Gegenteil all dessen. Anarchismus heißt, dass sie frei sein werden, dass niemand sie versklaven, sie herumkommandieren, sie berauben oder missbrauchen wird. Das bedeutet, dass sie die Freiheit haben werden, das zu tun, was sie wollen, und dass sie nicht gezwungen werden, etwas gegen ihren Willen zu tun. Das bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, ohne Einmischung anderer so leben zu können, wie sie es wünschen. Das bedeutet, dass ihr Nachbar die gleiche Freiheit wie sie, dass jeder dieselben Rechte und Freiheiten besitzen wird. Das bedeutet, dass alle Menschen Geschwister und wie Geschwister in Frieden und Harmonie leben werden. Das heißt, dass es keine Kriege geben wird und keine Gewaltanwendungen einer Gruppe gegen die andere. Kein Monopol, keine Armut, keine Unterdrückung und keine Ausnutzung des Mitmenschen. Kurz gesagt, Anarchismus heißt die Gesellschaftsform, in der alle Männer und Frauen frei sind und in der alle die Vorteile einer geregelten und sinnvollen Lebens genießen. Ist das überhaupt möglich, fragen Sie? Und wie? Und nicht bevor wir alle Engel werden, bemerkt Ihr Freund. Also sprechen wir es durch. Vielleicht kann ich Ihnen zeigen, dass wir vernünftig sein und wie anständige Leute leben können, ohne dass uns Flügel wachsen müssen. Die Bolschewisten tun dasselbe, obwohl ihr größter Lehrer Lenin gesagt hat, dass auf den Bolschewismus der Anarchismus folgen und dass man dann besser und freier leben wird. Darum muss ich Ihnen erst einmal sagen, was der Anarchismus auf keinen Fall bedeutet.